Hallo meine Lieben, viele Grüße aus meiner Kreativwerkstatt. Ich bin Diana und ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Alle Produkte, die du in meinem Video siehst, kannst du bei mir kaufen. Ich berate dich natürlich gerne, melde dich bei mir. Und wenn du Interesse an einer Demonstratorentätigkeit hast und auch Geld sparen möchtest, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, wenn du in mein Team einsteigst. Und ja, heute möchte ich mal was ganz anderes mit euch machen. Und zwar gibt es in dem Katalog das Produktpaket Süße Kirschen. Im Moment gibt es ja noch Kirschen. Die Süßkirschen sind schon fast durch, aber es gibt ja auch noch spätere Sorten. Und ich finde, mit diesem Paket kann man so viel machen. Nette Kleinigkeiten einpacken, dass ich mir gedacht habe, ich drehe mal ein Video dazu und zeige euch mal, wie ihr die Kirschen richtig, ich sag's mal, lecker stempeln könnt. Und ich habe auch so ein bisschen herum experimentiert. Hier gibt es ja die Handstanze dazu. Und meine erste Idee war, ich mache mir eine Maske, stempel mit dem Stemperatus und dann kann ich das alle praktisch hier die Frucht, die Blätter und den Stiel alles zusammen ausstanzen und dann geht das alles schneller. Aber weit gefehlt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ewig dran gesessen, weil man ja doch immer drehen muss. Aber gut, davon will ich euch nicht erzählen. Ich will euch eine bessere Variante zeigen. Ich lege das erstmal weg. Und zwar habe ich hier so ein bisschen rumexperimentiert. Ich hoffe, man sieht das im Video jetzt so ein bisschen besser. Ich werde das so ein bisschen ranzoomen. Und zwar habe ich die Kirschen auf dreierlei Art gefärbt. Fangen wir mal mit dem an. Genau. Das ist, ja, ich würde mal sagen, meine Lieblingskoloration, die ich euch heute auch zeigen möchte. Und zwar ist das mit dem Stemperatus gemacht. Ich finde, die Kirsche, die leuchtet so richtig schön. Diese Kirschen habe ich mit den Blending-Pinseln eingefärbt. Finde ich auch noch ganz toll. Und diese Kirschen, die sind auf Aquarellpapier gestempelt und dann natürlich noch koloriert. Und ich muss sagen, ja, durch das Aquarellpapier sehen die doch so ein bisschen stumpf aus. Und Kirschen sind bei mir immer, die haben was mit Leuchtkraft zu tun. Aber sicherlich bin ich auch nicht das talentierteste Menschenwesen, um Aquarellkirschen zu machen. Meine Teamkollegin Sabine, die ist da Meister in Aquarellieren drinne und die würde da bestimmt was anderes hinkriegen. Aber ich möchte euch heute diese Variante zeigen und ich denke mal, wenn ihr das auch könnt oder ich euch das gezeigt habe, dann bekommt ihr das auch super hin. Also was braucht ihr dafür? Ihr braucht den Stemperatus oder eure Stempelhilfe, wie auch immer. Dann habe ich ein Stück Papier, die Länge ist jetzt erstmal egal, und zwar 4 cm. Das macht sich nachher besser, wenn ihr stempelt. Ja, die lege ich mir ein und meine Magnete hier so ein bisschen drauf und dann positioniere ich meine Kirschen. Die ganze kann ich erstmal schon so rauf. Bei der angebissenen Kirsche, ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie den Drall gehabt, die so aufzulegen. Da müsst ihr aber aufpassen, dass die so ein bisschen gedreht wird, dass diese
Einbuchtung wirklich gerade ist, dann bekommt ihr das nachher mit dem Ausstanzen besser hin. So, ruhig ein bisschen Abstand halten und dann könnt ihr die Kirschen aufnehmen. Ich nehme ganz gerne die Stempelhülle, lege die mir hier hin. Ah, hier muss ich noch mal was verändern, damit sich das Blatt nicht anhebt. Dann gehe ich hier ein bisschen weiter. Jetzt geht mein Washi-Tape hier ab. Ja, das ist besser. So, dann werde ich mal weiter rüber gehen, damit ihr das auch seht. Was für Farben nehme ich? Und zwar als erstes erstmal Glutrot. Damit benetze ich schon das erste Mal die Stempel. Dann kann ich mir das schon einmal abstempeln. So, nun sieht es ja noch so ein bisschen unscheinbar aus. Ja, das ist der erste Stempelabdruck. Und den würdet ihr jetzt auch so hinbekommen, wenn ihr mit normal abstempelt. Was ich jetzt mache, ich nehme mir Merlot-Rot. Merlot-Rot und Brombeermus zur Hilfe und Fingerschwämmchen. Und bei dem Glutrot habe ich mir auch noch mal ein Fingerschwämmchen genommen. Und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar fange ich erstmal mit dem, das tausche ich mal hier um, mit dem Merlot-Rot an. Das ist ein wenig heller als Brombeermus. Jetzt seht ihr das doch nicht. Ich werde mal weiter hier rüber rücken. So. Und ich benetze jetzt die Stempel nur an der Ecke. Also an der, dass es nachher hier rauf gestempelt wird. Und hier an der abgebissenen Stelle. Dass es dort dunkler ist. Damit nachher dieser 3D-Effekt entsteht. Ich werde nachher auch, also das muss ich jetzt ein paar Mal machen und dann werde ich nachher auch die Musik laufen lassen. Und das könnt ihr jetzt so lange machen, bis euch die Kirsche gefällt, bis sie dann so einen Glanzeffekt bekommt. Und jetzt werde ich das Brombeermus nehmen. Da versuche ich jetzt wirklich nur an der Ecke zu bleiben. Ja, die sieht schon ganz gut aus. Die gefällt mir schon ganz gut. Was ich jetzt aber mache, ich nehme mir mal mein Glutrot. Und werde jetzt die ganze Kirsche, die komplette Kirsche, damit eintupfen. Also ihr tupft immer nur, nicht reiben, sondern tupfen auf dem Stempel. Ja, die sieht schon, die abgebissene sieht schon ganz gut aus. Hier unten an der Ecke bekommt sie noch so ein bisschen was.
und das reicht mir schon. Seht ihr, also ich habe etliche Male zum Schluss wirklich mit Glutrot noch immer drüber getupft. Und so entsteht dann ein wunderbarer Übergang. Und die eine Seite ist dunkler, das ist ja dann immer bei den Kirschen so. Und ich finde, das hat jetzt auch so ein bisschen Glanzeffekt. So, das darf natürlich nicht passieren. Schnell auseinander. Und was auch jetzt wichtig ist, finde ich immer, ich nehme mir für die Reinigung der Stempel den Reinigungsprofi. Der sieht schon bei mir ganz dunkel aus. Ich habe mir die zerschnitten. So sieht er im Original aus. Aber selbst das Dunkle stört nicht. Das beeinträchtigt nicht das Ergebnis und das spült man dann einfach unter klarem Wasser aus und dann kann man ihn wieder benutzen und die Stempel werden sauber. Natürlich, das Rote geht nicht ab, das ist immer sehr, sehr anhänglich, aber reinigen, finde ich, ist trotzdem wichtig, auch wenn das Rote haften bleibt. Ja, dann können wir das wegmachen. Dann zeige ich euch noch die kleinen Tricks mit dem Stiel und den Blättern. Da habe ich mir so Papierreste genommen. Und die Stempel habe ich mir schon mal aufgezogen. Und für den Stiel nehme ich Zimtbraun. Hier ist er. Dabei ist wichtig, weil, wo habe ich jetzt die Stanze? Hier. Ich schiebe das von oben rein, dann diesen Knubbel hier, dass der unten ist. So, da kann man sich dann gleich ein paar Stück stempeln. Und was ich jetzt gerne mache, bei dem letzten, den stemple ich andersrum, nach oben. Zeige ich euch auch beim Ausstanzen, warum ich das so mache. So, dann kann das Zimtbraun erstmal weg. Und ich werde mir für die Blätter Farngrün und Waldmoos nehmen. So, für die Blätter ist ein Stück breiteres weißes Karton, weißer Karton und mein Waldmoos und Farngrün. So, bei dem Blatt ist es wichtig, je nachdem wie ihr jetzt stempelt, ich nehme immer ganz gerne das rechte Blatt von hier aus gesehen und dass ihr den Stempel auch wirklich dann so aufdrückt. Hier ist ja auch diese, ich weiß gar nicht, sicherlich seht ihr das ganz schwach, naja, wie eine Spitze vom Blatt. So, ich würde mal meine Unterlage nehmen. Meine Stempelmatte. Na, mein Stempelkissen ist schon, glaube ich, ein bisschen schwach auf der Brust. So, das reicht erstmal. Farngrün, da wird denn jetzt, glaube ich, mein Waldmoos doch ein bisschen dunkel. Dann werde ich mal Olivgrün nehmen. Das ist so ein bisschen intensiver. So, und dieser kleine süße Stempel, der so aussieht wie ein, ja, halt wie ein Ast oder so, das sind die Blattadern. Den könnt ihr einfach hier reinstempeln.
Das ist das Schöne immer bei den durchsichtigen Stempeln, dass man da durchgucken kann. So, und jetzt geht's los ans Ausstanzen. Fangen wir mal mit dem Stiel an. Der Stiel ganz einfach, wunderbar, hier rein und stanzen. Jetzt einmal kurz abschneiden. Dann, jetzt habe ich natürlich mit der anderen Seite angefangen, aber das macht nichts. Ich wollte euch eigentlich zeigen, warum ich den andersrum gestempelt habe. Also der war ja jetzt praktisch so lang. Ne? Und jetzt habe ich natürlich wirklich ja den Fehler gemacht, dass ich euch das gar nicht so richtig zeigen kann. Ach, die Anna. Ja, der jetzt so lang war, da kann man das jetzt so nehmen und einfach andersrum reinstecken. Ich kann euch aber auch eine Variante zeigen, wie ihr das macht. Und zwar habe ich hier solche Haftnotizen. Seht ihr, hier habe ich nämlich schon mal gestempelt oder ausgestanzt. Da klebe ich mir das erstmal hier abschneiden. Da klebe ich mir das hier so auf. Hier. Gehe jetzt durch meine Stanze. Und stanze das aus. So. Jetzt habe ich euch gleich beide Varianten gezeigt. Auch nicht schlecht. Ja, so ist das manchmal. Ich will es euch einfacher zeigen, aber so habt ihr gleich dieses noch. So, bei den Blättern ist es dann ganz einfach. Da könnt ihr jetzt praktisch immer... Ich sehe das jetzt nicht richtig, weil ich nicht richtig kopfüber bin, aber so, na, ich denke, das reicht, damit ihr das gesehen habt. Die Blätter und jetzt kommen noch unsere Früchte. Bei den Früchten ist es dann halt so und die halbe Kirsche hier, die angeknabberte, die kommt so. So, und bei der hier, dann wird einfach nochmal das hier so ein bisschen rausgeschnitten, einen kleinen Rand lassen, damit es auch gleichmäßig aussieht. Und dann ist es das schon. So, dann kann ich mir meine... Klebematte, meine Silikonmatte nehmen und klebe erstmal die Stiele auf. Da mache ich mir so einen ganz kleinen Punkt mit dem Flüssigkleber, lege den Stiel ran und hier genauso die Blätter. Ja, das ist jetzt alles so einfach. Das bekommt ihr auch alleine hin. Und da kann man ja auch variieren. Ich mag es natürlich, wenn die Kirschen so zusammen sind. Das erinnert mich so dran an die Kindheit. Da sind wir gerne immer mit als Ohrringe rumgerannt. Ja, so zusammen und dann an die Ohren rübergehangen. Und das fanden wir immer ganz lustig. Und das erinnert mich so dran. Ja, und deswegen müssen die bei mir immer irgendwie zusammenhängen. Ich klebe die jetzt einfach mal auf. So. Und hier nochmal. Ich glaube, da habe ich jetzt nicht genügend Kleber ran gemacht. Und dann kommt der noch hier ran. Und dann haben wir schon unsere Kirschen fertig.
Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video ist heute nicht allzu lang geworden. Es wird zu den Kirschen noch eine ganz tolle Verpackung geben. Die kommt dann aber erst später. Und ich lege hier nochmal meine Anhänger hin, die ich euch gezeigt habe. Und was ich noch habe, ich habe hier mal einen ganz anderen Anhänger gemacht mit so Schüttelelement. Und ja, auch eine interessante Variante. Ja, meine Lieben, ich bin gespannt, ob euch das Video hilft, ob es euch gefallen hat, ob es eine Anregung ist, wie ihr die Kirschen gestalten könnt. Wenn ihr natürlich noch mal sehen wollt, wie ich das mit den Blending-Pinseln gemacht habe, kann ich euch das auch gerne zeigen. Ja, mit den Aquarellpapier, wie gesagt, bin ich nicht ganz so überzeugt, weil doch so ein etwas Stumpfes doch herausgekommen ist. Und Kirschen müssen eben halt bei mir leuchten. Ja, meine Lieben, das war's dann für heute wieder. Freut euch auf das nächste Video. Danke, dass ihr bis hierher eingeschaltet habt. Ich würde mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, schreibt mir doch einfach mal in den Kommentaren, wie euch das gefällt. Ich bin gespannt. Und mir bleibt bloß noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal, eure Diana. Tschüss!